Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe Porsche-Freunde, ich habe hier heute einen unglaublich spannenden und interessanten 911er stehen. Und zwar ein G-Modell, ein frühes G-Modell, schmale Karosse. Das Auto ist ganz lustig zu mir gekommen tatsächlich. Ich muss mal die Geschichte erzählen. Ich hatte einen Termin, einen wichtigen Termin. Und es waren mehrere Menschen dabei und wir haben alles erledigt, was wir erledigen müssen. Und am Ende fing man dann an zu sprechen. Ich erzähle die Geschichte nur, damit man weiß, wie so Autos zu mir kommen. Ja? Wie Autos zu mir kommen, die man nirgendwo kennt. Ja? Und dann geht's irgendwie, kam man dann auf Autos zu sprechen natürlich und dann kannte der ein oder andere, wusste, wer ich bin. Und dann kam dann irgendwie auf einmal, sagten dann jemand, ach Mensch, ich habe auch eine Porsche-Sammlung. Ende vom Lied war, eine halbe Stunde später standen wir in der Tiefgarage und da standen dann die Porsche des Menschen, mit dem ich mich da getroffen habe, nämlich dem Eigentümer von diesem Auto. Und dieser Eigentümer, ein unfassbar sympathischer, seriöser Mensch, der Spaß daran hat, Autos zu haben, die je nachdem, was er sich vorstellt, dahin zu bringen, wie er sie gerne haben möchte. Und investiert da wahnsinnig viel Geld. Ja? In dieses Auto sind, nur mal so, ich habe das mal zusammengerechnet, die Rechnung 53.000 Euro und 53.114 Euro gegangen. Ja? Und warum kommt hier so viel zusammen? Das hat folgenden Hintergrund. Also der Mann, dem der Wagen gehört, hat dieses Auto gekauft, damals, vor 14 Jahren hat er ihn gekauft, genau vor 14, 2011, 2009, nee, 2011 hat er ihn, vor 12 Jahren hat er ihn gekauft und hat ihn gekauft mit einem 3.0er Motor. Es gibt hier in diesen Unterlagen eine Rechnung, dass der erste Eigentümer, ich habe übrigens, kann alles belegen, ja, die Eigentümer, ich habe alle, also es gibt zwei Briefe, der Wagen hat drei Eigentümer, der jetzige ist der dritte und der erste hat das Auto gehabt und hat ihn dann irgendwann, hat den Motor verkauft irgendwann, den 2.7er Motor. Es gibt hier so einen beschriebenen Kaufvertrag aus ewig her Zeiten und hat sich dann einen 3.0er eingebaut. Das war damals dann hip, ein 3.0er Motor war besser, zack, haben die sich einen 3.0er Motor eingebaut. War der moderne Motor damals. Aber irgendwann schlägt das natürlich um und will es in Original haben. Der jetzige Eigentümer hat ihn also gekauft und hat irgendwann gesagt, ach irgendwie, das gefällt mir nicht. Ich möchte es in Original haben. Dann hat er Manfred Rugen angerufen. Also Manfred Rugen kennt man, das ist ein Motorenmensch, der tolle Arbeit leistet, Qualität abliefert. Und das ist ein Freund von ihm und hat gesagt, Mensch Manni, besorg mir mal einen 2.7er Motor und das passende Getriebe dazu. Vierganggetriebe möchte ich haben, weil mit Vierganggetriebe kann man viel besser in der Stadt fahren, weil man fährt eigentlich immer im zweiten Gang, weil es easy ist. Du musst nicht andauernd schalten, sehe ich genauso tatsächlich. Und dann hat Manni einen 2.7er Motor besorgt, hat den komplett überholt, hat ihn komplett überholen lassen und genau das gleiche mit dem Getriebe, hat das hier eingebaut. Also der Wagen ist nicht Matching Number, weil er nicht den Originalmotor hat. Ist völlig egal. Guckt euch mal die Unterbodenbilder an von dem Auto. Kann man sich nicht vorstellen. Das Auto ist wie geleckt. Ja? So. Dieses Motor und Getriebe hat 38.000 Euro gekostet. Rechnungen natürlich alle hier in dem Ordner vorhanden. Und wir stehen also in der Tiefgarage. Dann sagt der Eigentümer, Mensch, kannst du nicht für mich Autos verkaufen? Ich sage, klar, können wir. Kommen noch ein paar, also sensationelle Autos. Und dann machen wir, komm, zack. Woche später kam er auf Achse, ist er gekommen, aus daher, wo er herkommt. Also aus Berlin kommt er. Ist auf Achse gekommen, sagt Ingo, war so eine schöne Abschiedsfahrt und ich freue mich so, hier zu sein. Und es war ein ganz, ganz netter Termin. Hat das Auto hierher gebracht. So, und ich sehe, was der für Aufsehen erregt, weil alle Leute, die hier reinkommen, gestern am Samstag war hier tierisch, Samstag letzte Woche war hier tierisch was los, da stand der Wagen hier und alle sind da rumschawenzelt. Der hat von innen so ein Schottenmuster, ja. Ich laber die ganze Zeit, ne, sonst habe ich das Auto zu zeigen, aber das mache ich gleich. Wir spannen mal so ein bisschen den Spannungsbogen, spannen wir mal noch ein bisschen. Ich muss noch, hier, Schlüssel alle da, nur mal so. Ich lese mal vor, was ich hier mir aufgeschrieben habe, nur mal so, dass wir wissen. Also, Porsche 911, 2,7 Coupé, Erstzulassung 5.11.75, dritte Hand, alles belegt, wie gesagt, deutsches Fahrzeug, Motor und Getriebe, das habe ich jetzt alles schon erzählt, im Besitz seit 2011, Haarabnahme habe ich gesehen und ich erspare jetzt, weil ich schon so viel erzählt habe, noch die ganzen Details, ganz viele Rechnungen von allen möglichen Sachen und jetzt gucken wir uns das Auto an, komm. So.
ist sehr original, dieses Auto. Ja? Er hat jetzt nicht den Wagen neu lackieren lassen oder so, aber er ist original. Aber alles, was an Technik ist, ist bei diesem Auto. Es geht alles, hat er mir gesagt. Das Einzige, was er festgestellt hat auf dem Weg hierher, dass er hat den Tacho auswechseln lassen, hat einen neuen Tacho eingebaut, alles belegt natürlich. Und da geht die Kilometerzähler geht irgendwie nicht. Ja gut, hat er jetzt festgestellt, wird noch gemacht, also auf Kosten des Verkäufers auf jeden Fall. So, dann haben wir natürlich hier schön die Hackmesserfelgen. Also das gehört halt zu dem Auto. Ja, viele machen sich Füchse drauf, kann man machen. Ich würde ihn genauso lassen, weil das ist, so muss er halt hier stehen, so wie er jetzt hier steht. Und er ist wirklich hier, also ich sehe keine Beulen, keine Kratzer. Das Auto ist, steht hier tipptopp da. Ja? Und ich freue mich jetzt schon, ich mache jetzt schon mal die Motorhaube auf, das kann ich jetzt schon mal gleich. Müssen wir schon mal einmal den ersten Blick reinwerfen. Von unten, wie gesagt, kann man die Bilder auf meiner Internetseite sehen. So, da ist der Motor. 2,7er Motor, alles komplett überholt. Der war, bis auf die letzte Schraube ist alles neu. Ja? Wahnsinn, Wahnsinn. Hier ist er nicht ganz so gut lackiert. Hier sieht man mal eigentlich vielleicht auch mal einen Flügel dran. Ich weiß es nicht. Das sieht man so ein bisschen, aber gut, das ist halt. Er wurde irgendwann mal lackiert. Das ist schon lange, lange her. Er hat kein Schiebedach. Er hat keinen Heckscheibenwischer. Ich habe hier mal ein F-Modell. Hier, da vorne steht F-Modell mit Heckscheibenwischer. Ist auch schräg. Habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen die Innenausstattung. Weil ich so sensationell. Ich hatte ja mal, ich weiß gar nicht, ob ich das, habe ich lange nicht erzählt, die Geschichte. Ich hatte ein, ab und zu behalte ich ja mal Autos für ein paar Wochen oder Monate und melde die mal auf mich an, weil ich Lust habe, die zu fahren. Meistens immer die so runtergerockt sind. Ich hatte mal so ein schmales G-Modell als Targa in Mexiko Blau, glaube ich, war das. Und dann also dieses helle Blau, so richtig geiles Blau. Und dann mit Pascha-Innenausstattung, ja. Das war so Porno, sag ich dir, das Ding. Also, und irgendwann wollte ihn unbedingt jemand haben, dann hat er ihn natürlich gekriegt. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Hier, Lampe funktioniert, alles ordentlich. Ne? Hier, Werkzeug ist da, alles, ne? Notrad ist da. Also, upsala. Ich glaube, wenn jemand das auf ein frühes geben oder dann ist das sensationell. Komm, wir gucken rein. Schöne Geschichte am Rande zu dem Thema frühes G-Modell. Ich weiß nicht, Podcast Alte Schule habe ich öfter schon mal gesagt, habe ich öfter schon mal erzählt. Wenn man mal länger auf der Autobahn fährt, guck mal Podcast Alte Schule. Das ist ein Podcast über die goldene Ära des Automobils. Und das ist total cool. Da werden ganz viele Leute, die mit Autos zu tun, alte Rennfahrer, Motoringenieure und so weiter und so fort. Die ersten waren mega, jetzt sind es ganz schön viele schon mittlerweile. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwann aufgehört, aber die ersten 30 Interviews, sensationell. Die anderen wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Und dann kommt am Ende immer so eine coole Frage. Dann fragt immer der Moderator, okay, pass auf, gibt kein Benzin mehr, 50 Liter fast, welches Auto, welche Strecke? Und von den ersten 30, die ich mir angehört habe, haben, glaube ich, 5 gesagt, mein frühes G-Modell, mein schmales G-Modell, irgendeine Passstraße. Ganz cool. Und hier steht genauso einer, mit dem man den Spaß haben kann. Mit einem total verlässlichen Motor, mit allem drum und dran. Ja? Und jetzt gucken wir mal rein. Jetzt kommt nämlich der nächste. Jetzt kommt das nächste Highlight, tatsächlich. Guck dir mal das an. Grün-blaues Schottenmuster. Also ich finde das sensationell. Hat er neu machen lassen, ne, der Eigentümer. Und tja, so steht der Himmel, da hängt nichts hier, alles schwarzer Himmel, die Innenbeleuchtung, alles funktioniert. Also wie gesagt, der Mann hat Spaß daran, seine Autos in einen perfekten Zustand zu bringen. Immer mit dem Erhalt von gewisser Patina. Tja, jetzt steht hier ein Auto, was sich jemand schnappen kann, ne? Und der wird damit sehr viel Freude haben, da bin ich mir sicher. Und mein Newsletter kann man sich auch schnappen übrigens, ne, wenn man... Manchmal sind die Übergänge schon echt gut. Ne? Wenn man meinen Newsletter abonniert auf meiner Homepage, hat letztens mir einer geschrieben, du, ich finde das nicht,
Also es ist so einfach gemacht, man muss es einfach finden. Es ist auf der rechten Seite so ein goldenes Kästchen, aus dem Auftrag Newsletter-Adresse eingeben. Ich bin kein Roboter, zack, fertig, Ende aus, Nikolaus. Super, okay. Was muss ich noch sagen? Wir fahren. Kanal abonnieren, YouTube-Kanal? Immer. Immer. Ne? Dann komm Pflicht. Ich ist Pflicht. Ist Pflicht. Ja. Aber einige wollen das ja auch gar nicht sehen. Dann frage ich mich immer, dann schalt das doch ab. Ich kriege ja immer so schöne Kommentare manchmal, wo ich dann suizidgefährdet bin. Aber wegschalten einfach. Nicht angucken, wenn ich nerve. Und ansonsten gern dranbleiben und nette Kommentare schreiben. Freue ich mich auch immer. Cool. So, und jetzt drehen wir eine Runde. Der ist total kalt, der Wagen. Den haben wir gestern Abend, habe ich den hier hingestellt. Jetzt haben wir ihn nach vorne gerollt und jetzt mache ich ihn an und jetzt sieht man, wie er läuft, wenn er total kalt ist. Man kann hier mit dem Handgas ein bisschen arbeiten und dann läuft er wie eine Eins. Ja? Also läuft sowieso wie eine Eins, aber dann ist er, wenn er kalt ist, dann braucht er einen Augenblick, bis er auf Temperatur ist und dann ist alles gut. Genug gelabert. Komm, jetzt fahren wir. Action. Konzentrieren, jetzt mache ich die Blinker immer ein bisschen früher, links und rechts, aber ich muss mich ja konzentrieren zu bremsen, ja, dein Mann ist ja immer, der ist ja irremutig, ja, der, dein Mann, der bleibt da stehen, ich komme da angefahren, der steht da wie eine Eins, ja, so, Wahnsinn. Also, ganz ehrlich, Hammer-Auto und mit diesem Abschluss, also wer sowas noch hat in der Garage, irgendwo, ja, ruf mich an, ich brauche immer Autos und ich möchte Autos haben, die nicht im Netz stehen, deswegen gerne anrufen, vorbeikommen mit dem Auto. Ich kaufe gerne Autos an, ich verkaufe gerne einen Kundenauftrag. Also in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier. Ich freue mich schon auf eine Probefahrt mit dem und schicke ganz liebe Grüße nach Eutin. Ja, danke, tschüss.